Was für eine Freude! Als erstes Team kann die Austria gegen Salzburg gewinnen. Die Violetten trauen sich was gegen den Tabellenführer und der Mut wird belohnt. Markus Bink erweist sich als Gentleman. Er überlässt die Chance Torgai Gemicibashi und der macht das 1:0. Wir wissen, dass wir uns das über die ganze Zeit erarbeitet haben. Von Anfang an, vom ersten Spiel an im Sommer bis heute. Wir haben keinen Schritt nachgelassen. Wir haben nicht gedacht, weil wir jetzt oben dabei sind, dass wir einen Schritt weniger gehen können. Auf keinen Fall. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Mannschaft, wir sind... Keine Ahnung, was ich da noch sagen soll. Wir haben so ein Teamspirit, das ist unglaublich. Hatte ich auch noch nie in der Mannschaft so gehabt. Ja, auch die Spieler, die nicht dabei sein können, feuern die Mannschaft an. Und dann ist Markus Bink an der Reihe. Auch er darf sich mit einem Tor gegen Salzburg verewigen. Der schön herausgespielte Treffer bringt die Vorentscheidung. Sind als Einheit aufgetreten, waren sehr kompakt, haben ja, die ein, zwei Chancen, was wir uns erwartet haben, dann wirklich super ausgenutzt. Und ja, ich glaube, man hat auch gesehen, dass jeder Einzelne den Kampf angenommen hat. Es war sich keiner für irgendwas zu schade. Und ja, dann kommt halt, wenn wirklich sehr viel zusammenpasst, so ein Ergebnis zustande. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen ihnen die Spielfreude nehmen, dass wir aggressiv in den Zweikämpfen sind. Und ja, das waren wir. Und dann muss ich sagen, wieder ein Riesenkompliment an die Mannschaft, dass wir das so krass und so hart durchgezogen haben. Also Hut ab. Doch der Sieg ist für Thurgai auch eine haarige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob mir zu feiern zugute sein soll, weil ich habe gestern zum Menzo und zum Pinky gesagt, wenn wir gewinnen, dürfen sie mir am Wochenende die Haare schneiden, wie sie wollen, für Tirol. Und ich denke, dass ich nächste Woche gegen Tirol mit dem Ronaldo-Schnitt auflaufen werde, mit dem dicken Ronaldo. Da lassen wir jetzt eine Frisur einfallen. Ich halte da mein Wort und von mir aus können sie mir schneiden, wie sie wollen. Wir haben gegen Champions League Aspiranten gewonnen, die Champions League spielen. Also da ist mir scheißegal, wie ich da auftrete gegen Tirol, muss ich ehrlich sagen. Und lange hat es nicht gedauert. Nach dem Interview bekam Thurgai seine neue Frisur. Dieses Spiel bleibt in jeder Hinsicht unvergessen. Das Spiel ist auf, oben ist das schön. Für einen Abend durfte gefeiert werden, doch jetzt heißt es volle Konzentration auf Tirol.